Willkommen in meiner Küche. Heute habe ich für euch leckere Lasagne. Lasagne alla Forno heißt sie, glaube ich. Ja, die geht ganz schnell, ganz einfach. Und jetzt zeige ich euch die Zutaten. Pfanne gebe ich Öl, bisschen Öl drauf. Und da werde ich jetzt anbraten 600 Gramm Hackfleisch. Ich hatte Rinderhackfleisch. Und das werde ich jetzt kräftig anbraten. Ja, was hier ist so, an dieser Stelle würde ich geben eine große oder zwei Zwiebel fein gehackt und zwei Knoblauchzehen werde ich da klein hacken und jetzt werde ich dazu geben und anbraten, aber da meine Kinder mitessen, die mögen keine Zwiebel, ich weiß nicht, was ich für Kinder habe, die wollen keine Zwiebel essen. Okay, ja, wenn ihr mit Zwiebel wollt, dann fein hacken und jetzt geben dazu und dann mit kräftig braten noch 5 Minuten. Später würzen. Von Würze habe ich hier Salz, Pfeffer, rote Paprika, dann einen Teelöffel Oregano oder ein bisschen mehr und ein bisschen Majoran habe ich gegeben. Und das werde ich jetzt. Dazu gebe ich noch ungefähr 100 Gramm Tomatenmark, also halbe Dose oder Tube. Bisschen anbraten und eine Dose gehackte Tomaten kommen noch dazu. Und Wasser. So viel Wasser, bis die, ja, nicht zu viel, so würde ich sagen, zwei Gläser Wasser, 400 oder 300 Milliliter. Ja, soll nicht so richtig schwimmen, soll auch nicht so richtig dickflüssig sein. Wenn ihr basierte Tomaten habt, könnt ihr auch ein bisschen noch dazu geben. Da gebe ich noch ein bisschen Basilikum. Ich hatte hier getrocknete und ein bisschen Minze. Getrocknete habe ich auch. Muss nicht sein, aber ich mag, wenn die Minze da ist. Ja, das werde ich jetzt 10 Minuten auf kleiner Hitze langsam köcheln lassen und danach machen wir weiter. Da habe ich Blech. Da habe ich meine Auflaufform. Die werde ich jetzt einfetten. Und da habe ich die Blätter. Die muss man wie immer anpassen. Weil die nicht passen, die passen nie, muss ich die immer brechen und lege ich jetzt da als erste Schicht, dann kommt Hackfleisch dazu, da drauf, also erste Schicht Hackfleisch, dann Naturjoghurt, ich nehme nie Bechamelsoße dazu, einmal habe ich gemacht, aber mir hat das nicht geschmeckt, deswegen mache ich nie wieder. Und nehme ich immer dazu ja Naturjoghurt einfach so und schmeckt auch wunderbar. Ja, bisschen Joghurt drauf, dann wieder die Lasagneblätter, Hackfleisch. Als letzte Schicht ist das Hackfleisch. Bei mir ist immer so, dass ich die letzte Schicht habe, ich ein bisschen weniger Hackfleisch, aber das mag nichts, macht nichts. Da kommt viel Käse drauf, genau. Joghurt, dann Käse drauf und dann wird das ist gebacken bei 180 Grad. Oben unter Hitze 20 Minuten oder halbe Stunde. Oder mit Umluft, ja. Ich backe immer 180 Grad. Egal, mit Umluft oder Umluft. So lange, bis die Käse so aussieht. Also 20 bis 25 Minuten. Danach lasse ich das auskühlen, 20 Minuten abkühlen. Und dann kann ich das schon servieren. Wenn das ein bisschen abgekühlt ist, lässt sich das besser schneiden.
Die halten da, die Lasagne haltet da zusammen und kann man schon essen. Okay, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!